Das ist keine leichte Kost und dieser Film wirft Fragen auf. Wie gefährlich ist es wirklich für Kinder und Jugendliche im Internet unterwegs zu sein? Kann man diese Täter stellen und gibt es auch Gefahren für Erwachsene? Das Thema bei Sandra Maischberger. Tatort Internet, ein Spielplatz für Sexualverbrecher? Unsere Gäste. Beate Kraft-Schöning, die Journalistin jagt seit Jahren Sexualverbrecher im Netz. Der Kriminologe Thomas Gabriel Rüdiger sagt, praktisch jedes Kind trifft im Internet auf Täter, oft ohne es zu merken. Yvonne Willix, die ARD-Moderatorin und Mutter von drei Kindern, beklagt die Sorglosigkeit der Eltern. Und später? Monika Beißler, der Fall ihrer Tochter Maria machte bundesweit Schlagzeilen. Die 12-Jährige geriet online in die Fänge eines älteren Mannes und verschwand mit ihm vor 3 Jahren spurlos. Der Werbetexter Arne Völker wurde nach einem Internetflirt mit einem Nacktvideo erpresst. Und aus unserer Redaktion Leonie. Sie hat für uns getestet, wie schnell man als Jugendliche im Internet zum Opfer sexueller Anmache wird. Guten Abend, schön, dass Sie bei uns sind. Frau Willix, Sie sind auch Mutter von 3 Kindern, nicht nur Moderatorin. Wenn Sie diesen Film sehen, berührt das so die Urangst aller Eltern, weil man nie genau wissen kann, wo die Kinder sind? Ja, ganz genau. Diese Urangst, gerade wenn man pubertierende Kinder hat, die sich ja ablösen müssen von zu Hause, die auch mal was Verbotenes tun müssen. Da habe ich immer ganz, ganz große Sorgen gehabt. Gott sei Dank sind sie jetzt raus aus der Pubertät, dass sie tatsächlich abgleiten könnten. Und wenn ich so einen Film sehe, dann ist mir damals das nicht so bewusst gewesen, dass da tatsächlich so extreme Gefahren sind. Schon ganz schön erschütternd. Sind zwar raus aus der Pubertät, hatten aber schon mit dem Internet zu tun. Haben Sie das Gefühl, da gibt es ein Feld, worüber viele Eltern überhaupt nichts wissen? Ich glaube, dass das tatsächlich so ist und ich glaube auch, dass es viel zu eine große Sorglosigkeit gibt. Also ich weiß, dass wir immer ganz stark den Medienkonsum und auch den Internetkonsum eingeschränkt hatten. Wir hatten zum Beispiel nur einen Computer, der war bei uns im Wohnraum. Das hieß, das ist nicht besonders attraktiv gewesen, für irgendwen Spielchen zu machen oder zu chatten oder sowas, weil immer wieder jemand anders Sie standen über die Schulter gucken konnte. Das war einfach so eine Maßnahme, die sehr anstrengend gewesen ist, weil es viel Streit gegeben ist, weil ich wissen wollte, was die da machen. Und heutzutage sehe ich das oft, wie es in dem Film auch war, die kriegen sofort einen Laptop oder ein Tablet oder auch ein Smartphone und können sich dann ungeschützt im Internet bewegen. Frau Kraft-Schöning, Sie sind seit Jahren im Internet unterwegs, allerdings eben als Jägerin dieser Täter. Sie haben ganz viele Täter auch tatsächlich persönlich gestellt. Wenn Sie diesen Film sehen, wie realistisch ist das, was wir da gesehen haben? Also ich finde den Film sehr realistisch. Natürlich hat man die verschiedenen Täter und auch das Opfer komprimiert dargestellt. Aber natürlich haben wir diesen Jugendlichen, der hinter irgendwelchen Sexbildern her ist. Wir haben diesen Täter im Off, im Netz meistens, der im Dunkeln eben diese Bilder sammelt. Mhm. Und wir haben diese Lieben, die keine Angst machen, die kein Kind in Sorge bringen, die so diesen väterlichen Freund geben, helfen, aber ganz andere Ziele verfolgen. Herr Rüdiger, auch Sie befassen sich mit diesem Feld schon als Experte, als Kriminologe seit vielen Jahren. Ein Familienvater, ein Vertrauenslehrer, keine böse Verbrechervisage. Ist das übertrieben oder denken Sie auch, diesen Tätertypen gibt es? Nee, das ist gar nicht übertrieben. Das heißt, der sexuelle Missbrauch ist im Prinzip ein Feld, was von jedem begangen werden kann, was in der Gesellschaft, in jeder Schicht und bei jeder Person gefunden werden kann. Deswegen ist das absolut realistisch. Tatsächlich gibt es auch hin und wieder die Tendenz, dass sich Täter gerade Berufe suchen, wo sie die Möglichkeit haben, auf Kinder einzuwirken und mit Kindern in Kontakt zu kommen. Und deswegen ist das durchaus realistisch. Wir haben einen Chat gehabt während des Films. Frau Kraft-Schöning, Sie waren im Chat, haben also das beantwortet, zum Teil schon, was da an Fragen gekommen ist. Wir wollen gerne 3 Fragen noch mal herausgreifen, die unsere Zuschauer, die Zuschauer des Films gestellt haben. Hier Anni fragt, ab welchem Alter sollte man damit anfangen, seine Kinder vor solchen Gefahren zu warnen und wie stellt man das an, ohne sie zu verängstigen? Na, das ist ja eigentlich eine ganz süße Frage, weil ab dem Moment, wo ich mein Kind ins Internet lasse, muss ich es mit den Gefahren konfrontieren. Also vor allen Dingen, viele Eltern gehen, wie Sie eben gesagt haben, so sorglos damit um. Also sobald das Kind alleine im Internet durch die Gegend chattet, muss ich mein Kind auf die Gefahren aufmerksam machen. Und das kann ich mit dem Weichspülprogramm sein, sondern leider Gottes, es muss das Kochprogramm sein, weil der Täter oder die Menschen, die mein Kind ansprechen, Dritte, die auf mein Kind einwirken, die nehmen auch keine Rücksicht. Gut, aber es gibt ja, also es gibt 6-Jährige, die im Internet unterwegs sind, weil sie online spielen tatsächlich. Also Sie glauben, einem 6-Jährigen müsste man dann auch sagen, pass auf,
Bei dem Sechsjährigen würde ich die Mutter fragen, ob sie meint, dass es das Richtige ist, ja? Okay. Weil ich dort eben auch chatten kann. Und da sitzen eben auch die Menschen, die ich dann als Täter treffe. Und ich weiß nicht, ob wir da nicht, wie gesagt, zu sorglos damit umgehen und einfach sagen, ach, das ist ein Spiel, das ist kein Spiel. Okay. Ne? Iris fragt, wer wird häufiger Opfer von Cybergrooming? Das ist der Fachbegriff dafür, Anbahnung im Internet, um eine sexuelle Handlung dann irgendwann mal zu vollziehen. Also wer wird häufiger Opfer, Mädchen oder Jungs? Ja, wir sehen mehr Mädchen, wir haben aber ganz viele Jungs. Jungs haben viel größere Probleme, sich mit dieser Thematik zu outen, weil es in dieser Gesellschaft einfach nicht so anerkannt ist. Wenn du ein Junge bist, hast du es viel schwerer damit. Und ich würde sagen, Eltern von Jungs und Mädchen sollten gleichermaßen auf ihre Kinder aufpassen. Okay. Haben Sie eine Statistik, die Jungs und Mädchen als Opfer, Herr Rüdiger? Ja, tatsächlich. Für die polizeiliche Kriminalstatistik können wir sagen, dass wir im letzten Jahr, wie gesagt, 2000 Fälle von Cybergrooming ungefähr als Anzeigen hatten. Davon waren 3/4 Opfer Mädchen und 25% Jungs. Das heißt, die Jungs sind jetzt signifikant schon vorhanden. Aber tatsächlich hat, wie es gesagt wurde, im Dunkelfeld ist das immer schwierig, bei den Jungs das aufzuhellen, weil sie tatsächlich aufgrund dieser gesellschaftlichen Erfordernisse sich seltener outen, dass so etwas passiert. Wir haben jetzt im Film eben gesehen, einer ist ein älterer Mann, Mitte 40 vielleicht, einer ist ein selber Teenager. Da gibt es eine Frage von H.Luft. Ist der Anteil gleichaltriger Täter höher als der älterer Täter? Was ist Ihre Erfahrung? Also meine Erfahrung aus dem Dunkelfeld, wo ich mich ja vor allen Dingen aufhalte, ist, dass die Jugendlichen kommen, auch massiv mehr, aber die Älteren, also sage ich mal ab 21 bis 75, nehmen immer noch den größten Raum ein. Lässt sich das beziffern, Herr Rüdiger? Ja, also tatsächlich in der Statistik muss man klar sagen, dass wir seit 5 Jahren einen Anstieg, und zwar um 281% bei den kindlichen und jugendlichen Tatverdächtigen, gegen die Anzeigen gestattet wurden, feststellen müssen. Das heißt, 10% aller Tatverdächtigen sind unter 14 Jahren, 25% sind unter 18 Jahren. Und insgesamt ist der, gegen den sich Cybergrooming richtet, sind 65% unter 30. Das heißt, es ist nach den Statistiken, die Polizei vorliegt, das heißt, es sind nur Anzeigestatistiken, das Hellfeld, heißt nicht, die sind abgeurteilt und ist auch nicht das Dunkelfeld. Aber dort ist tatsächlich mittlerweile diese klassische Vorstellung des alten Täters vor dem Rechner in der Minderheit. Jetzt haben Sie gerade gesagt, 2000 Fälle, die zur Anzeige gekommen sind in etwa, das ist natürlich nicht sehr viel. Wie groß ist denn die Gefahr Ihrer Meinung nach für Kinder, Jugendliche im Netz Tätern zu begegnen? Also tatsächlich gehe ich persönlich davon aus, dass es vermutlich kein Kind geben wird in Deutschland, das im digitalen Raum aufwächst, das nicht mindestens einmal mit so einem Täter konfrontiert wird. Das heißt aber nicht, dass das Kind das registrieren muss, weil wenn jetzt jemand ein Kind anschreibt und sagt, du, ich möchte mit dir spielen, ich bin ein Junge, heißt das ja nicht, dass das Kind erkennt, ah, das ist jetzt jemand, der am Ende für mich eine sexuelle Handlung will. Eins sollte man nämlich vielleicht nochmal klarstellen, das Cybergrooming ist juristisch dann strafbar bereits, wenn ein Täter Kontakt mit einem Kind aufnimmt, in der Vorstellung perspektivisch dadurch einen sexuellen Missbrauch zu erreichen. Okay. Und das kann im Prinzip jeder sein und das Kind muss das gar nicht mitbekommen. Und Sie meinen, jedes Kind, was sich im kindjugendlich im Netz bewegt, wird das schlimmer. Irgendwann mal... Die Dunkelfelduntersuchungen gehen auch in diese Richtung, ganz Ich würde das sogar noch präzisieren, ja, weil ich mache das jetzt 17 Jahre und als ich vor 17 Jahren ins Internet gegangen bin, naja, da hatte ich vielleicht als 13-jähriges Kind, wenn ich online war, so in einer Stunde ein, zwei, die mich angesprochen haben. Heute, wenn ich als 13-Jährige online gehe, dann bin ich noch gar nicht richtig online und ich habe schon die ersten, die mich fragen, wie groß sind deine Brüste und so weiter. Also jedes Kind, denke ich, macht diese Erfahrung und aus Schulung mit Kindern weiß ich eben auch, dass fast alle in einer Schulklasse genau wissen, wovon ich rede, wenn ich mit den Kindern dazu spreche. Aber die wenigsten Eltern wissen es, weil die Kinder sagen, das ist besser, wenn die das nicht wissen, weil sonst darf ich nicht mehr ins Internet. Die Elternverantwortung wird auch gefragt. Sapagedo sagt, es gibt auch genügend Mütter, die es einfach nicht sein lassen können, ihre Kleinen mit auf ihrem Profilbild zu zeigen. Kein Kind kann sich dagegen wehren. Und auch wenn es mal gelöscht wird, das Internet vergisst nichts. Ist das so, dass Profilbilder potenzielle Täter anziehen? Also es ist mal so, dass ein pädosexueller Mensch, der auf Bildmaterial steht, sich so eine Sammlung zulegt und der nimmt nicht nur diese kinderpornografischen Darstellungen dazu, sondern es gibt viele, die das sogar ablehnen, ganz bewusst, sondern die sagen, Alltagsgeschehen aus dem Leben eines Kindes. Und da ist natürlich jedes Foto, was so eine Mutter von ihrem Nachwuchs postet, ein gefundenes Fressen. Mhm. Na, man holt sich oder zieht sich diese Bilder runter und ich kann nur an Mütter appellieren, bitte, bitte,
stellt eure Kinder nicht ins Internet, weil auch die Kinder, wenn die mal 18 sind, sich vielleicht nicht freuen, dass sie da in irgendwelchen Sammlungen landen. Ich nehme jetzt mal die Väter einfach mit, weil ich glaube, vermutlich gibt es auch Väter, die das natürlich tun. Überhaupt muss man ja sagen, dass der Film Das weiße Kaninchen relativ nah ist an dem, was, oder sehr nah ist an dem, was tatsächlich in der Realität passiert. Das zeigt alleine der Fall, über den wir jetzt sprechen wollen. Es geht um ein Mädchen, das zu dem Zeitpunkt im Internet, als es im Internet an den falschen Geräten noch 12 war und dann verschwand. Noch wach? Eine Partie? Nee, muss mir noch die Birne mit Mathe füllen. Willst du talken? Chatten, flirten, manipulieren. Ähnlich wie im ARD-Film Das weiße Kaninchen verlief auch der Fall der Freiburger Schülerin Maria. Im Frühjahr 2012 lernt die damals 12-Jährige in einem Internetforum den 40 Jahre älteren Familienvater Bernhard Hase kennen, der sich im Chat als 15-jähriger Teenager ausgibt. Er verleitet die Schülerin dazu, ihn heimlich zu treffen. Als Marias Mutter Monika Beißler dahinter kommt, verbietet sie den Kontakt. Aber die Tochter chattet weiter mit dem 53-Jährigen. Am 5. Mai 2013 verschwindet er mit Maria. Zuvor hatte es erste Ermittlungen gegen den Elektriker gegeben. Die Polizei startet europaweit eine Großfahndung, findet aber lediglich sein leeres Auto in Polen. Seitdem wird der mutmaßliche Täter per internationalem Haftbefehl gesucht. Der Vorwurf: schwerer sexueller Missbrauch und Kindesentziehung. Marias Mutter appelliert in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst an den flüchtigen Tatverdächtigen. Herr Hase, meine Tochter ist 13 Jahre alt und hatte ganz bestimmte Vorstellungen, wie sie ihr Leben gestalten mag. Diese Vorstellung zerstöre sie gerade. Bitte bringen Sie mein Kind nach Hause. Doch alle Bemühungen bleiben erfolglos. Bis heute weiß niemand, was mit Maria geschehen ist. Und Monika Beißler ist jetzt bei uns. Guten Abend, Frau Beißler. Guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Frau Beißler, Ihre Tochter ist seit 3 Jahren verschwunden. Es gab seitdem kein Lebenszeichen von ihr, keine SMS. Nach ein paar Monaten natürlich diese Sichtung in Polen und das Auto und der Hund wurde dort gefunden. Augenzeugen haben gesagt, sie hätten sie gesehen, ja. Sie und den Herrn Hase. Richtig. Aber sie hat sich bei Ihnen nicht mehr gemeldet? Nein. Wann hatten Sie das letzte Mal Kontakt mit ihr? Am 4. Mai 2013. Das war die Nacht, in der sie verschwunden ist? Das war die Nacht, in der sie verschwunden ist, ja. Das heißt, noch während der Nacht waren Sie mit ihr im Kontakt? Ich war während dem Abend mit ihr in Kontakt, also telefonisch in Kontakt. Was hat sie gesagt? Also sie war natürlich nicht bei der Freundin, wo sie vorgegeben hat zu sein. Sie hat sich dann, wir haben mehrere Telefonate geführt und sie hat sich immer mehr in immer schlimmere Lüge verstrickt. Mhm. Also es war dann irgendwann offensichtlich, da stimmt was nicht. Und ich habe dann auch im letzten Telefonat, ich weiß nicht, woher es kam, richtig das Gefühl gehabt, Gefahr. Gefahr. Und dann habe ich auch gesagt, Maria, ich rufe jetzt die Polizei, ich habe einfach Angst. Mhm. Und dann hat sie gesagt, Mama, du brauchst keine Angst haben. Und dann habe ich gesagt, das ist mir egal, ich rufe jetzt die Polizei. Und das war's. Wie klang sie denn? Klang sie so, als ob sie unter Druck gesetzt würde? Klang sie normal, wie Sie Ihre Tochter kannten? Sie klang normal. Also die erste Telefonate, diese Lüge, habe ich ja auch noch abgekauft. Sie klang normal. Jetzt haben Sie diesen Film gesehen, der ja eine fiktive Geschichte ist, also keine, die so passiert ist. Wie ist es Ihnen dabei gegangen? Schlecht, richtig schlecht. Also es ist vielleicht so nicht passiert, aber es passiert so. Also das ist die Wirklichkeit. Die Kinder sind an den Laptops oder im Netz und im Netz kann jeder alles sein. Ich kann 15 sein, ich kann immer gut gelaunt sein. Also nicht wie die Mutter, aber genervt manchmal oder die Augen rollend, sondern ich bin immer gut gelaunt. Ich schreibe immer Herzle, auch wenn ich als Erwachsener denke, oh mein Gott, die nervt mich jetzt. Aber ich bin immer gut gelaunt, ich bin immer ansprechbar, ich bin immer verständnisvoll. Und die Teenager, die sind einfach neugierig. Sie sind, und es soll es ja auch sein, also sie sind wahnsinnig neugierig, sie sind unheimlich naiv und so wahnsinnig vertrauensvoll. Und ich denke, je weniger ein Kind mal von Erwachsenen Böses erlebt hat, desto vertrauensvoller ist es ja. Und ich denke, Erwachsene machen immer nur alles gut.
Dabei wusste ihre Tochter ja am Anfang gar nicht, dass das ein Erwachsener ist. Also er hat sich ja vorgestellt mit den Worten, ich heiße Karlchen und bin 15, dass du erst 12 bist, das stört mich nicht. Das ist nicht original. Also er hat sich als 15-Jähriger ausgegeben, das sind nicht die Originalworte, okay. Aber es lief tatsächlich so. Also ja, und wenn man als 13-Jähriger von einem 15-Jähriger angesprochen wird, ist das toll. Also ja, ich erinnere mich, wo ich 13 war, das ist toll. Also er ist viel älter, 2 Klasse höher, ganz toll. Er hat mich bemerkt, ja. Aber relativ schnell hat sie ihn ja getroffen. Also das war dann im März 2012 und 2 Monate später trifft sie ihn, da wusste sie schon, der ist gar nicht 15, sondern er ist 53 und hat ihn trotzdem getroffen. Hat sich Ihre Tochter in dieser Zeit irgendwie verändert? Haben Sie das Gefühl gehabt, die ist anders, die ist irgendwie weg von mir? Oder gab es irgendein Zeichen? Nein, nein. Also sie hat sich in der Zeit eigentlich so entwickelt, wie ihre Schwestern auch in dem Alter. Ich habe nicht mehr alles gehört, ich habe nicht mehr alles erfahren. Sie hat mit Freundinnen getuschelt und wenn ich ins Zimmer gekommen bin, war es still und das ist alles normal. Mhm. Wie können Sie sich erklären, dass sie sich dann in einen Mann verliebt oder ihm jedenfalls verfällt, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, ehrlich gesagt, der dann eben nicht 15 ist, sondern 53, gar nicht attraktiv aussieht? Das passiert. Bei Online-Bekanntschaften passiert das. Ich habe ja dann recht schnell angefangen, Maria zu suchen im Internet. Recht schnell habe ich wahnsinnig viele Helfer gehabt, die ich wochenlang nur online gekannt habe. Also ich habe die nur online gekannt, habe sie dann nach mehreren Wochen oder zum Teil auch Monate persönlich, da waren wir schon beste Freundinnen. Also es war schon eine Beziehung da, bevor ich die überhaupt gekannt habe. Und ich bin eine erwachsene Frau. Mhm. Also was muss da eine 13-Jährige? Die Beziehung ist schon da, die bricht nicht mehr. Auch wenn er sagt, ich bin gar nicht 15, sondern 53. Dann ist die Bindung aber schon da. Ja. War sich Ihre Tochter der Gefahr bewusst? Also als dann klar war, dass da jemand ist, ein Mann, der sich in eine 13-Jährige verliebt, fand sie das normal? Sie haben ja mit ihr dann darüber geredet. Ja klar, sie war sich der Gefahr bewusst, sie war sich auch schon vorher der Gefahr bewusst, aber sie hat es nicht geglaubt. Also sie hat nicht geglaubt, ja, das passiert, aber nicht mir. Und sie wusste um die Gefahr und es gibt auch Pädophile, aber Herr Hase ist jetzt nicht pädophil, er nicht. Und auch das funktioniert, ich rauche und ich weiß, man kriegt es schadet bei der Lunge und so viele sterben an Lungenkrebs. Und trotzdem denke ich, nein, alle anderen, nur ich nicht. Mir Erwachsene leben auch so, wieso sollen die Kinder anders leben? Haben Sie diesen Mann eigentlich mal kennengelernt? Nein. Es gab ein erstes Treffen auf einem Parkplatz. Es gab weitere Treffen dann tatsächlich in einem Hotel. Wie konnte das Ihre Tochter verheimlichen? Dann auch eine Nacht wegzubleiben? Hat die immer irgendwelche Legenden gehabt? Sie hat bei ihrer Freundin geschlafen, ja. Mhm. Im Nachhinein macht alles Sinn. Ich habe dann bei ihrer Freundin angerufen und dann hieß es, Maria bringt schnell den Müll raus oder ist noch draußen. Und ich sage ihr Bescheid und dann hat Maria mich mit dem Handy zurückgerufen, klar. Aber ich habe ihr geglaubt und ich kann doch auch nicht aufhören, meine Kinder zu vertrauen. So kann ich keine Kinder erziehen. Ich muss schon vertrauen. Es ist ja so, dass der Mann angezeigt worden ist, und zwar von der eigenen Ehefrau. Ja. Also die hat gesehen, dass er da im Internet mit einem jungen Mädchen chattet. Es gab dann Ermittlungen tatsächlich. So haben Sie ja auch überhaupt erfahren, dass da ein 53-Jähriger ist, der mit Ihrer Tochter irgendetwas macht. Haben Sie dann, als die Polizei involviert war, dass alles zur Sprache kam, haben Sie dann gesagt, so jetzt ist gut, jetzt ist ausgestanden und sie wird den nie wiedersehen? Wo das dann rum war, ja, da habe ich wirklich gedacht. Also sie hat auch so den Anschein gegeben, hat dann auch ihre Witze gemacht. Die Kinder, solange die verarbeiten, sind die still. Und wenn sie anfangen, ihre Witze drüber zu machen, weiß ich, jetzt ist gut, jetzt kann Witze ich mit dir drüber sprechen. Also ja, nein, überhaupt über Pädophile. Also. Dann, es schien mir eigentlich erledigt, ja. Dann kam diese Nacht, wo sie verschwand. Die Polizei sagt, die ging ja freiwillig mit. Wie gehen Sie mit diesem Wort um, freiwillig? Freiwillig. Ach, freiwillig ist Quatsch. Also, das ist wirklich Quatsch. Sie war entweder hochmanipuliert und dann sage ich, die Polizei war nicht zur Stelle. Also, um jetzt mal so rum zu spekulieren, die Maria hat aufgelegt und hat gesagt, die Mama ruft die Polizei. Wer sagt mir denn, dass Hase nicht die Sicherungen durchgeknallt sind? Also, Hase hatte definitiv Sachen auf seinem Rechner, die man nicht unbedingt gerade so einfach sich beschaffen kann und dann kann er sich auch eine Waffe beschaffen. Also man weiß nichts. Frau Kraft-Schöning, vielleicht können Sie uns helfen, weil Sie ja sehr viel Erfahrung auch mit dieser Art von
Menschen haben. Wie kann es denn sein, dass dann eben so ein Treffen ist, ein Teenager trifft einen Mann, der vorher 15 war und dann kommt er aber und der hat eine Glatze, der hat einen Bauch, er ist 53 Jahre alt. Wie können diese Täter die Jugendlichen so manipulieren? Das Problem ist ja, dass ich denjenigen erstmal nur im Internet kennenlerne. Das heißt, wie Frau Beißler sagt. Also es wird erstmal nur gesprochen. Und diese kleine Lüge über das Alter, die spielt nachher keine Rolle mehr. Wenn derjenige mein Vertrauen gewonnen hat, dann ist das netter. Und dann ist es egal, ob der 36 oder 53 ist. Das heißt also, die Kinder fallen auf ihre eigene Illusion von dem anderen erstmal herein. Und wenn dann nicht alles so ist im richtigen Leben, ist das auch nicht schlimm, wenn er im Großen und Ganzen auf meiner Seite gewonnen hat. Also es ist genau so, wie Frau Beißler sagt. Und man hat dann auch als Eltern eigentlich dann in dem Moment keine Möglichkeit mehr, die zurückzuholen, die Kinder? Man hat es als Eltern schwer, sich da reinzudenken. Zum einen, dann haben Eltern oft das Problem, dass sie Schuldgefühle entwickeln, weil sie sagen, Mensch, also wie kann das passieren, neben dem mein Kind neben mir lebt und ich habe nicht aufgepasst. Also habe ich viele Eltern, die sich selber Vorwürfe machen, mein Gott, wie kann es sein, ich habe doch mit meinem Kind gesprochen. Und das Problem ist, dass manches Kind nicht zurückzuholen ist. Das ist so. Die machen es dann eben auch hinterm Rücken. Und das Schuldgefühl auf der anderen Seite ist dann auch so groß. Ne? Die haben sich ja selbstständig für den Kontakt mit dem anderen entschieden. Und deswegen haben wir da Riesenprobleme auf der einen Seite, auf der Seite der Kinder, aber auch natürlich auf der Seite der Eltern. Kommt Ihnen das bekannt vor? Also mein Sohn, mein erwachsener Sohn hat neulich einen Satz gesagt, er hat gesagt, manchmal ist der Mist, den man gebaut hat, so groß, dass es einfacher ist, weiterzumachen, obwohl man weiß, dass es eigentlich blöd ist, als zurückzukommen. Und ich denke, wenn man dann, vielleicht war mein einziger Fehler, so wütend zu werden und auch ihr das Internet zu verbieten. Ah, Sie haben das Internet verboten? Ich habe das Internet, also da habe ich noch gedacht, ich ändere damit was, das ist ja Utopie. Also, Weil Sie dann auf dem Handy weiter gechattet haben? Auf dem Schulhof mit Hunderten von Smartphones und mit Schulfreundinnen. Dann geht sie zur Freundin Hausaufgabe machen und sitzt dort. Also, ja. Aber ich denke, Maria wollte aus dieser Beziehung raus. Das ist definitiv klar. Einige Wochen bevor er sie letztendlich mitgenommen hat. Und ich. Wo hätte sie hinkommen sollen? Also sie hat vielleicht auch Angst gehabt zu mir, sagen, Mama, der lässt mich jetzt nicht mehr in Ruhe, weil sie hat ja eigentlich dieses Verbot, Internet übertreten, sie hat wieder mit ihm. Also dann war es einfacher, doch dort weiterzumachen, wie sich jetzt dem zu stellen. Frau Felix, Sie sind selber Mutter von drei Kindern. Wenn uns jetzt Mütter, Väter zuschauen und so ein Gefühl der Ohnmacht bekommen, können Sie das verstehen? Total. Also ich habe jetzt auch gerade so ein Gefühl der Ohnmacht, weil im Grunde genommen haben Sie alles genauso gemacht, wie ich es auch gemacht hätte. Ich hätte genauso gesagt, jetzt ist hier Internetverbot, jetzt wirst du lückenloser überprüft, jetzt bleiben wir ständig im Gespräch. Eine andere Lösung hätte ich auch nicht gefunden. Und das ist so das Gefühl der Ohnmacht, weil Sie sagen, manche Kinder kann ich da nicht zurückholen. Und manche Täter haben das anscheinend so gut raus, dieses Gefühl von Schuld und Scham und trotzdem Vertrauen bei den Kindern und Jugendlichen, die ja in dieser Pubertätzeit ganz, ganz, ganz diffizil unterwegs sind, auszulösen, dass man da als Eltern dann teilweise wirklich machtlos ist. Das finde ich sehr erschreckend. Und das ist ja auch durch den Film jetzt nochmal deutlich geworden und auch so in der Vorbereitung, dass das keine Einzelfälle sind. Also das ist jetzt sicherlich ein Extremfall, aber es sind ja überhaupt keine Einzelfälle. Es ist die Realität, die in Deutschland herrscht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da sind wir gut, toi toi toi, durch unsere Pubertätszeit gekommen mit den Kindern. Aber man kann nie sicher sein. Ne? Das ist echt, das tut mir tut das so leid, weil 3 Jahre lang jetzt auch gar nichts zu wissen von seinem Kind. Was ist denn da jetzt passiert, obwohl man alles richtig gemacht hat? Und Sie haben auch wohl doch zu wenig Unterstützung von Polizei gehabt. Sind die denn dann gekommen? Sind die dann, als Sie die gerufen haben? Wie muss ich mir das vorstellen? Das muss ich einfach sagen. In der Nacht habe ich die Polizei angerufen. Und die haben auch sofort reagiert. Also er hat sofort anscheinend dann da im Internet, in seinem Rechner was aufgerufen und hat auch zu mir gesagt, hat es irgendwas mit diesem Herrn Hase zu tun? Und ich sage, nein, das ist schon lang, das ist Schnee von gestern. Okay. Also da muss ich ehrlich sagen, da habe ich Maria. Also die Polizei einfach, hat gesagt, das ist Schnee von gestern. Ich habe das gesagt. Ach so, Sie haben geglaubt, für mich ist war was das anderes. Ja eigentlich schon alles, ja. Okay. Und die Polizei hat dann in der Nacht dann auch nicht reagiert. Das heißt, die sind nicht losgefahren. Genau, die wussten ja eigentlich, wo der wohnt. Man hätte da vielleicht, der war ja Polizei bekannt. Nein, ich habe sie mit Sicherheit ausgeschlossen. Also das war tatsächlich ich, da kann die Polizei nichts dafür. Aber es erschien, ein Jahr später, es erschien für mich erledigt. Mhm.
Wahnsinn. Danach dann in der Fahndung, Sie haben ja wahnsinnig viel gemacht, im Netz eben die Aufrufe, Sie haben bei Aktenzeichen XY den Aufruf gemacht. Es sind Hinweise zwar eingegangen, aber eben keine heiße Spur. Haben Sie die Hoffnung, dass Ermittlungen zu einem guten Ende kommen? Dass Sie irgendwann mal wissen, erstens, was passiert ist, zweitens, wo die Tochter ist und drittens, Sie kommen wieder? Ja, sicher habe ich die, sonst wären Sie auch heute nicht hier. Ja, sonst könnte ich auch aufhören zu suchen, nein. Natürlich, klar, solange man nichts hört, sind es für mich vielleicht auch eher jetzt mittlerweile nach 3,5 Jahren, bin ich so weit, das ist halt gut. Wenn man nichts hört, ist das vielleicht auch gute Nachricht. Also. Herr Rüdiger, der Mann war Polizei bekannt? Also die Frau zeigt ihn an, der Computer wird durchsucht, man findet ein paar Fotos, die jetzt nicht direkt 100% kinderpornografisch sind. Ich glaube, Sie kennen den Fall auch ganz gut. Und dann anderthalb Jahre später, ein Jahr später, kann der mit dem jungen Mädchen verschwinden. Hat die Polizei Fehler gemacht? Also ich kann zu der Polizei selber zu den Ermittlungen dort nichts sagen. Ich kenne das tatsächlich auch nur aus den Medien, weil ich nicht mit Ermittlungen beauftragt bin. Ich kann eigentlich nur sagen, dass es natürlich immer auch für Sicherheitsbehörden schwierig ist, mit sowas umzugehen. Wenn dann zum Beispiel tatsächlich die Mutter sagt, es ist erledigt, das kommt nicht in Frage, dann ist das schon problematisch. Natürlich muss man eins sagen, wenn dort Bilder gefunden werden, dann handelt es sich in den meisten Fällen auch bei diesen Cyber-Grooming-Prozessen um Kinderpornografie. Da braucht man sich keine Illusion hingeben. Wenn ein Kind unter 14 heutzutage Bilder oder Videos von sich sendet zu einem Täter, dann handelt es sich um Kinderpornografie. Und eigentlich ist auch die Strafbarkeit immer gegeben nach diesen Cyber-Grooming-Prozessen und so. Und wie gesagt, zu den eigentlichen Ermittlungen kann ich Ihnen auch keine Auskunft geben, ob das jetzt gut gelaufen ist oder nicht. Ja, aber es ist ein klassisches Täterverhalten, was Sie hier sehen? Eher nicht. Warum? Das muss ich tatsächlich sagen, dass zum Beispiel ein Täter jetzt wirklich mit dem Kind verschwindet, ist eher untypisch. Also wir kennen beim Cyber-Grooming eigentlich zwei große Tätertypologien. Der eine möchte Vertrauen aufbauen. Dafür ist tatsächlich der Fall von ihrer Maria eine Blaupause. Das heißt, er baut Vertrauen über das Netz auf. Tatsächlich ein Spiel wurde ja auch genutzt, wenn ich mich nicht irre. Da kommt noch dazu, dass in einem Spiel, in einer spielerischen Interaktion immer auch eine vertrauensbildende Maßnahme drin ist. Wenn man mit jemandem spielt, kriegt man nochmal ein anderes Vertrauen, als wenn man zum Beispiel mit jemandem einfach nur spricht. Das kennt man vielleicht vom Sportplatz, vom Spielfeld. Und diese Cyber-Groomer sind auch tatsächlich diese Sorte, die dieses Vertrauen aufbaut, sind sehr intelligent. Die wissen, emotionale Schwächen auszunutzen, gerade noch in der Pubertät. Tatsächlich geben sie den Kindern teilweise auch etwas, was sie da dort suchen. Und so gibt es Möglichkeiten, sie an sich zu binden. Warum? Sie sagen, ja, es ist relativ selten, dass dann einer tatsächlich mit dem Kind verschwindet. Was wollen die denn dann? Also man muss so sagen, das Seltene ist vielleicht, dass es herauskommt. So, das wollte ich nämlich sagen. Ja, das Seltene ist, dass es herauskommt. Und deswegen hat er sich vielleicht, das ist jetzt reine Spekulation, erst gezwungen gesehen zu verschwinden. Typisch ist, dass so eine sexuelle Missbrauchsbeziehung eigentlich unter dem Radar der Eltern verläuft. Gerade bei so einem Vertrauenstäter. Das haben sie eigentlich auch gut geschildert. Zum Beispiel, wenn man jetzt das Internet verbietet, dann ist der Klassiker, dass man dann auf dem Schulhof, wie sie es dargestellt haben, oder mit dem Smartphone heutzutage sich selber besorgt und weitermacht. Und es gibt auch Fälle, müssen Sie sich vorstellen, wenn dann die Polizei mal eingeschalten wird, dann ist das so, und man geht dann an die Täter ran, dass dann die Kinder sagen, wie konntest du uns eigentlich, wie konntest du mir meinen Freund wegnehmen? Selbst wenn er 35 war, weil die so gebunden sind an diesen Täter. Und man muss eins sagen, wie gesagt, es ist eine Blaupause. Warum? Anscheinend war es auch der Zufall, der hierzu geführt hat. Wir nennen das Kontrolldelikt. Das Cyber-Grooming ist ein Kontrolldelikt. Das wird so gut wie nie von den Opfern, von den Kindern selber zur Anzeige gebracht. Darf ich trotzdem noch mal einhaken? Natürlich. Das Motiv. Also wenn das Motiv eben nicht in jedem Fall ist, dann tatsächlich real ein Kind kennenzulernen, was ist es dann? Die Fotos zu bekommen? Das ist der andere Tätertypus. Genau. Okay. Also es gibt, wie gesagt, die zwei Täter. Dem einen geht es darum, das Vertrauen intensiv mit dem Kind aufzubauen, sich zu treffen und den, wie wir würden sagen, realweltlichen Missbrauch durchzuführen. Dem anderen Täter geht es tatsächlich um sowas wie Macht und wie sexuelle Ausleben im digitalen Raum. Der möchte möglichst schnell Erpressungsmaterial von dem Kind, beispielsweise ein Nacktbild zugesendet kriegen, ein Video von dem Kind, aber auch ein sexualisierter Chat. Teilweise bezahlen diese Täter die Kinder auch dafür, dass sie ihnen Bilder übersenden. Und damit entsteht ein Erpressungskreislauf, der immer schlimmer wird. Dann sagt der Täter, ich habe von dir das Bild. Möchtest du, dass du im Netz gemobbt wirst? Da wird mit Cybermobbing gespielt. Und wenn du das nicht möchtest, dann sende mir mehr von dir. Ich verspreche, ich lösche alles. Ich lösche alles, wenn du mir jetzt noch mal Bilder sendest. Ja, das ist der zweite Fall, den wir genau auch im Film gesehen aber ich habe beide Tätertypen auch im richtigen Leben getroffen, die dann durchaus übergriffig wurden im richtigen Leben. Das kommt immer auf den Entwicklungsstand an, den so ein Täter hat. Also, die sind nicht absolut. Na, also wir haben ich würde sagen, wir haben diese Pädokriminellen, also pädosexuell orientierten, die wirklich auf diese Kinder stehen. Und wir haben diese
wie Sie sagen, die jetzt sagen, wir suchen uns mal ein Kind aus Machtgründen. So. Mhm. Und beide sind im richtigen Leben. Also ich habe über 100 von denen getroffen als vermeintliches Kind und habe alle Tätertypen auch im richtigen Leben kurz vorm Übergriff sozusagen kennengelernt. Ne? Weil Sie jetzt das Wort Pädophil benutzt haben, das junge Mädchen hat das getan, die Maria. Mhm. Es sind nicht alle Pädophilen, die sich im Netz an Kinder ranmachen. Die wenigsten. Die wenigsten. Also die kleinere Gruppe, die ich kennengelernt habe, sind wirklich oder passen in diese medizinischen Begriff der Pädosexualität so. Und die meisten sind für mich so, ich nenne die immer Konsumenten, das sind Leute, die einfach mit dem Netz durchs Internet streifen und einfach nach Material suchen, sei es Bildmaterial, Kinder, denen sie irgendwas zeigen können oder denen sie irgendwas abpressen können oder die sie im Zweifelsfall auch im richtigen Leben treffen können, um sie sexuell zu missbrauchen. Im digitalen Raum werden diese Täter tatsächlich nicht nur Konsumenten, sie werden Produzenten. Richtig. Sie können mit ihren eigenen kinderpornografischen Videos mitspielen, indem sie die Anweisung geben an die Kinder. Und sie ziehen sie in einem Erpressungskreislauf. Es gibt Fälle, wo die Kinder, um da herauszukommen, mit ihrem Selbstmord drohen, damit er sie rauslässt aus diesen Fällen, dieser Täter. Und das passiert nicht. Und eins wollte ich noch kurz sagen. Es ist so tatsächlich so, es ist wie gesagt ein Kontrolldelikt. Seltens mal, dass das Kinder anzeigen. Auch selten, dass es die Polizei macht. Typisch ist der Zufall, wie hier auch, die Ehefrau des Täters. Und das ist zum Beispiel auch eins der Probleme, warum es so selten ins Zellfeld hineingetragen wird, weil es so ein Kontrolldelikt ist. Aber wenn da mal eine Anzeige da ist, wie hoch ist dann Ihre Aufklärungsquote? Die ist gut. Wir liegen bei 85% Aufklärungsquote. Wenn mal dann, wenn dann die Anzeige da ist. Ja. Da muss man aber auch eins zu sagen, man könnte es auch negativ sehen, warum. Das spricht dafür, dass die Täter gar keine Angst haben. Weil wenn wir so eine hohe Aufklärungsquote haben, spricht es halt dafür, dass die Täter wissen, ja, du wirst überführt, aber wenn ich nie angezeigt werde, soll mir passieren. Wenn ich das jetzt als Mutter mitbekomme, mein Kind hat sich irgendwie verändert oder ich kriege mal so einen Chatverlauf mit, passiert ja manchmal, wenn Smartphone offen liegen bleibt oder so. Wenn ich es zur Anzeige bringe, wie geschult sind denn die Polizeidienststellen? Also jetzt auch die, die auf irgendwelchen Dörfern sind und so weiter. Werde ich da ernst genommen als Elternteil oder ist das eher schwierig? Also ich muss natürlich sagen, sie werden immer ernst genommen. Wenn sie mit irgendeinem Kraft-Schönigs-Ausdruck im Gesicht war gerade ein bisschen anders. Kommen. Also da muss ich das ist so und so. Also es gibt Polizeidienststellen, die sind top. Ja. Aber es gibt auch, ich habe es selber erlebt, weil ich teilweise Menschen begleite in dem Prozess, bis Anzeige erstattet ist und so, wo also mir Polizistinnen vor allen Dingen also derbe so quergekommen sind, wo ich gedacht habe, das kann jetzt nicht sein, hier sitzt ein Opfer, das berichtet über das, was passiert ist und du sitzt da und guckst schon mal so, als wenn du, naja. Aber wir können davon ausgehen, dass sich da die Sensibilität auch bei der Polizei natürlich entsprechend. Ich sitze ja hier. Experte dafür, Man muss so sagen, wir haben ungefähr 270.000 Polizisten in Deutschland. Natürlich kann man das nie für alle garantieren. Ich muss auch tatsächlich sagen, seit 5 Jahren mache ich das tatsächlich als Forscher innerhalb der Polizei. Und ich muss auch sagen, die Sensibilität ist da schon gestiegen. Das zeigt sich auch an den Anzeigeraten, weil wir haben seit 5 Jahren eine massive Steigerung. Mittlerweile haben wir knapp 2000 Anzeigen. Das ist auch meine eigene Erfahrung, aber gar kein Vergleich zum Dunkelfeld. Also das ist absolut nichts. Wir haben zu wenig Polizei im Netz, das müssen wir auch mal sagen. Wir haben eigentlich zu wenig Beamte, die sowohl auswerten als auch wirklich an den Fällen arbeiten und da selber recherchieren können. Viele, ja, wenn Sie so vermutlich dann verstärkt werden müssen. Ja. Also wenn Sie so diskutieren, dann musste man sagen, eigentlich geht es darum, dass wir eine Sicherheit im Netz herstellen müssten, die wie im Straßenverkehr funktioniert. Richtig. Und dort haben wir tatsächlich sichtbare Polizisten, die alleine abschreckend wirken und auch eine Normeinhaltung machen. Genau. Und da reden wir dann tatsächlich nicht über Tausende, reden wir über Hunderttausende. Tatsächlich ist es eins meiner Felder auch die Frage, wie die Präsenz der Polizei, die sichtbare, also nicht verdeckte Ermittler, sondern die sichtbare Präsenz der Polizei im Netz eine Auswirkung auf das Normverständnis von Menschen hat. Wir wollen da gleich weiter darüber reden. Auch einen Satz, den Sie uns gesagt haben, Frau Kraft-Schönig, wie lange es dauert, bis man im Netz als Jugendlicher auf solche Leute stößt, wollen wir gleich behandeln. Erst einmal, Frau Beißler, möchte ich mich bei Ihnen bedanken, dass Sie hier waren, dass Sie durch das, was Sie jetzt wieder erzählt haben, dazu beitragen, dass andere gewarnt sind und auf jeden Fall viel sensibler sind. Und wir wünschen das Beste für Sie auf jeden Fall. Dankeschön, Frau Beißler. Tatsächlich gibt es diesen Satz, es dauert keine 2 Minuten, wenn Sie im Netz sind, in einem Chat, und dann haben Sie schon so einen Täter, der Sie versucht zu kontaktieren. Das genau wollten wir einmal testen. Chatten und Spielen im Internet, nur scheinbar ein harmloser Zeitvertreib. Häufig werden Kinder und Jugendliche mit knallharter sexueller Anmache konfrontiert. Maischberger Redaktionspraktikantin Leonie macht für uns den Selbstversuch. Im Chat gibt sie sich als 14-jähriges Mädchen aus. Ich melde mich jetzt an. Das ist eine der größten Flirt- und Chatportale, die es so gibt.
in Deutschland. Ich bin jetzt mal 14 und jetzt kann ich hier verschiedene Chatrooms betreten und warte einfach mal ab, was jetzt passiert. So, hier ist der erste Perverse. Er fragt mich jetzt, ob ich mich schon selbst befriedige und fragt mich dann, ob ich schon mal hot gemacht hätte. Und da meinte er dann, an dir gespielt oder mal einem Jungen geholfen. Das macht jeder. Der 25-Jährige fragt mich jetzt, ob ich noch Jungfrau bin. Ich meinte dann zu ihm, dass ich das nicht sagen möchte. Und er meinte dann zu mir, sag, los, sag schon. Ich sag's auch nicht weiter. Ein anderer hat mir angeboten, wir könnten ja zusammen shoppen gehen, er würde mir alles bezahlen und ich müsste eigentlich nur eine Kleinigkeit dann für ihn tun. Und hier fragt mich einer, ob ich Lust hätte, einen 29-Jährigen zu foltern. Perverse Wünsche statt unschuldigem Plaudern. Ist das Normalität im Internetchat? Ja, das ist die Frage an Leonie. Vielen Dank erstmal, Leonie, dass du das für uns gemacht hast. Wie schnell ist das tatsächlich passiert? Wir haben das ein, zwei, drei Mal probiert. Genau, ja, also es war immer ein bisschen unterschiedlich, aber im Grunde genommen kann man sagen, dass es eigentlich innerhalb von Minuten losging. Mhm. Manchmal ein bisschen verhaltener, so hallo, wie geht's, bla bla bla, wo kommst du her? Aber eigentlich lief es in den meisten Fällen darauf hinaus, dass die Leute mich eben angeschrieben haben und irgendwelche verrückten Sachen von mir wissen wollten. Also was wir da jetzt auch gesehen haben. Gab es denn eigentlich auch normale Chatter? Oder ja, auch, war die aber Mehrheit dann? Ich hatte wirklich das Gefühl, dass die Mehrheit irgendwie sexuelle Anspielungen gemacht hat oder mir auch perverse Fragen gestellt hat. Also ich war auch wirklich schockiert, weil ich selber auch früher als Kind in solchen Portalen unterwegs war. Und mir sind solche Sachen auch passiert. Was ist dir passiert? Also, was wir da auch gesehen haben, ich wurde eben gefragt, ob ich schon masturbieren würde, wie groß meine Brüste wären, solche Sachen, das ist so das, woran ich mich jetzt erinnern kann. Aber in der Frequenz, also dass es wirklich nach teilweise Sekunden losging und auch teilweise, also es war gar nicht immer so ein langer Chatverlauf, manchmal haben sie dann direkt gefragt, ja, hast du das und wollten dann auf andere Portale wechseln. Manche haben direkt geschrieben, hey, willst du meinen Penis sehen oder so. Also da war dann gar nicht ein langer Chat oder so. Und ich habe das Gefühl, dass es zugenommen hat. Also so kam es mir damals nicht vor. Du bist jetzt 22 und das ist also die Zeit, wo du als Kind Jugendliche unterwegs warst, ja, also dann so ein bisschen genau, 5, 6, 7. 13. Ja. Das heißt also, da war das noch nicht so ausgeprägt? Nach meinem Gefühl nicht, nee, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist dir schon mal, also entweder jetzt oder damals, jemand vorgekommen, der dann gesagt hat, komm, lass uns treffen, entweder per Skype sich verabreden oder dann tatsächlich dann im realen Leben? Also da kann ich mich jetzt so nicht dran erinnern. Was mir mal passiert ist, dass mir jemand bei Skype eine Freundschaftsanladung geschickt hat und ich habe die dann einfach angenommen, weil ich dachte, ja, mal gucken, wer das ist, vielleicht kenne ich ihn ja, keine Ahnung. Das war so mit 15 Jahren und da haben wir ganz kurz nur geschrieben und er meinte, ja, er hätte eine Freundin, die hieß eben auch Leonie und deswegen hätte er einfach mal Leonie gesucht und mir dann eine Anfrage geschickt. Und dann innerhalb von ein paar Minuten hat er mir dann Penisbilder völlig unkommentiert geschickt und wollte dann auch von mir private Bilder haben. Mhm. Das war dann, wie gesagt, schon ein paar Jahre später, nachdem ich gar nicht mehr in diesen Chatportalen war. Und da habe ich dann aber auch schon anders reagiert. Da habe ich ihn dann auch zur Rede gestellt und habe ihn dann auch direkt blockiert. Was hat er gesagt, wenn man ihn zur Rede stellt? Also ich meine, wie ist die Reaktion? Er meinte halt so, ja, das war ja nur ein Angebot. Musst du ja nicht so wütend drauf reagieren. Ja, also er hat das gar nicht verstanden, dass ich dann so angeekelt und wütend drauf reagiert habe. Hast du das Gefühl gehabt, das sind Leute deines Alters oder es sind Ältere? Kann man da überhaupt ein Gefühl dafür bekommen? Also manche haben zugegeben, dass sie älter waren, jetzt auch in dem Versuch, haben andere geschrieben, ja, ich habe mich als 15-Jähriger ausgegeben, bin aber schon 39 oder bin schon, wie er auch gesagt hat, willst du einen 29-Jährigen foltern oder solche Sachen eben. Ich komme überhaupt nicht drüber weg. Ja, es waren lauter so merkwürdige Sachen, auch trägst du Lederleggings und aber das war ein ganz normaler Chatroom, also es war jetzt nicht irgendwie, wo man jetzt vermuten würde, okay, da wird sowieso schon so ein bisschen anrüchig, ist man unterwegs, so ganz normal. Also ich denke mal, dass das in der Szene vielleicht bekannt ist, dass da sie eben auch viel Flirten ist. Ich war ja auch in dem Flirtroom dann quasi innerhalb des Chatportals. Aber das war, was mir auch einmal passiert ist, ist, dass jetzt in dem Versuch, dass mich ein 13-jähriges Mädchen, oder sie war auch, schien 13, mich angeschrieben hat, ob ich auch von so vielen Perversen angeschrieben werde. Das heißt, das ist eine Erfahrung, die doch viele machen offensichtlich. Dann. Ich glaube schon, ja. Ich glaube auch, dass Kinder und Jugendliche eben das nicht wissen.
dass da eben sowas passiert. Wenn ich auf die Penisbilder zurückkommen darf, was hast du gemacht? Hast du das irgendjemandem erzählt? Bist du auf die Idee gekommen, den Eltern was zu sagen, zur Polizei zu gehen? Denn es wäre vermutlich auch damals schon möglich gewesen, das anzuzeigen. Ich glaube nicht, dass ich es meinen Eltern erzählt habe. Vielleicht einer Freundin oder so. Aber also ich bin überhaupt nicht auf die Idee auch noch nur gekommen, zur Polizei zu gehen. Ich weiß gar nicht, warum. Ich wusste auch irgendwie gar nicht, wie ich jetzt in der Situation reagieren sollte. Ich fand es einfach super eklig und habe auch versucht, das ganz einfach so abzutun. So, ja, was soll das? Und weg. Ja, genau. Also ich bin aber nicht auf die Idee gekommen, das jetzt anzuzeigen oder so. Vielleicht auch, weil ich das gar nicht wusste, dass das strafbar ist oder so. Warum zeigen so wenig Opfer, sage ich, Entschuldigung, Leonie, also jugendliche Kinder, die Opfer werden von diesen Attacken, wie ich sie jetzt nennen möchte, warum zeigen so wenige das an? Naja, weil die wenigsten darüber reden, wie sie eben gesagt hat. Man erzählt das der besten Freundin, schon gar nicht der Mutter. Na, und es hat sehr viel mit dem Schamgefühl zu tun, weil du hast dich als jemand im Internet da bewegt und bist jetzt plötzlich Opfer geworden. Und es ist dieses, die Eltern haben es ja verboten. Jetzt kriegst du aber so ein Penisbild geschickt, wo du aber nie drum gebeten hast. Wie willst du das erklären? Na, also es ist bei den Kindern, denen das passiert, und es passiert fast allen irgendwann, genau, ist auch wirklich so, ist es einfach auch untereinander, ach so, ja, das ist dir auch passiert. Also solange da nicht schlimmere Dinge passieren, ist das heute leider Gottes schon fast kein Thema mehr. Sie haben gesagt, Herr Rüdiger, vorhin, also es wäre gut, wenn die Polizei sozusagen im Netz wäre. Der Film zeigt ja die Fahnder, die sozusagen auch unter falscher Identität in diese Räume gehen, also in die Chats hineingehen oder eben bei den Spielen die Chatfunktion dann auch nutzen, wo die Täter auch sitzen. Das heißt, die sind ja präsent im Netz, die Fahnder. Oder also nicht? Genau. Im Prinzip schwirrt ein wenig die Frage damit hinter, ist das Netz am Ende doch ein rechtsfreier Raum oder ein Raum vielleicht frei von Strafverfolgung? Und natürlich gilt das Recht im Netz. Die Frage ist, wie gut kann es durchgesetzt werden und wie hoch ist die Strafverfolgungswahrscheinlichkeit? Mhm. Wenn ich nochmal das Beispiel aufgreifen kann, als es hieß, warum zeigen Sie es nicht an? Ein wenig liegt es auch ein bisschen daran, dass die Menschen denken, im Netz, da regelt das nicht die Polizei, da regelt das nicht der Staat. Das sehen Sie ja auch bei Hate Speech und Volksverhetzung-Thematiken. Da hatten wir im letzten Jahr nur 2000 Anzeigen, obwohl alle sagen, wie krass das eigentlich ist. Ist es auch. Ja, und wir hatten nur 2000 Anzeigen. Das liegt auch ein wenig daran, dass die Menschen es gar nicht zur Anzeige bringen, weil der Staat, wir als Gesellschaft es nicht geschafft haben, innerhalb von 20 Jahren diesen Raum, in dem interagiert und kommuniziert wird, so aufzunehmen, dass wir sagen, letztendlich gilt auch hier unser Normenverständnis und unser Recht. Und natürlich ist die Polizei da drin, die Sicherheitsbehörden haben auch eine Bedeutung. Und ich persönlich sehe vor allem die Notwendigkeit, nicht nur verdeckt zu ermitteln, denn anscheinend, also das machen wir ja, aber wenn ich mir immer wieder die Frequenz anschaue, die Wahrscheinlichkeit, wie häufig das passiert, ist es so, dass anscheinend die Angst gar nicht hoch genug ist, dass sie überführt werden. Und das hat aber nicht nur eine Aufgabe der Polizei, das ist eine Aufgabe der Gesamtgesellschaft, wie wir diesen Raum für die Kinder sicher machen. Es kann doch nicht sein, dass wir uns zum Beispiel beim Jugendmedienschutz einen Kopf darüber machen, dass die Kinder keine nackte Brust sehen und am besten auch nicht Blut, aber dass es okay ist, dass in diesem Programm dann irgendwelche Sexualtäter oder Extremisten an Kinder herangehen. Richtig. Über die Spiele, das habe ich ja gelernt. Also man spielt online und da kommt die Chatfunktion und das wird, das heißt tatsächlich ganz regelmäßig genutzt, eben auch von den falschen Leuten. Na, der Witz und die Programme ist, werden sogar noch für Kinder empfohlen. Ja, das ist der Witz. Ab 0, also, ab 6. Ja, nee, und wir haben auf der einen Seite sagen wir, Mensch, Jugendmedienschutz oder den Film können sie noch nicht gucken, aber dann kommt irgendjemand aus dem Netz und zeigt es ihnen. Frau Willix, Sie haben ja als Mutter es relativ rigoros gehandhabt bei sich zu Hause. Was haben Sie gemacht? Verbote, Gebote? Ja, ehrlich gesagt, Verbote finde ich immer ganz schwierig, weil das führt ja dann doch dazu, dass man die auf jeden Fall übertreten möchte. Sondern wir haben einfach Regeln aufgestellt, relativ einfache Regeln. Da ging es um Zeiten, wie oft darf Internet überhaupt genutzt werden und wo wird das Internet genutzt. Und da gab es dann auch Verträge, die wir mit den Kindern gemacht haben. Also wo wir nicht, weil ich geglaubt habe, die werden sich immer an diesen Vertrag halten. So blauäugig bin ich nicht, aber weil wir dann immer wieder ins Gespräch gekommen sind. Was steht in dem Vertrag? Da stand dann zum Beispiel drin, dass die am Tag 30 Minuten im Internet sein dürfen und das in der Zeit von dann bis dann. Und dass die Älteste anfängt und dann kommt der Zweite und dann kommt der Dritte. Okay. Da standen aber auch so Sachen drin, als es nachher mit den Smartphones gekommen ist, dass wir eine smartphonefreie Zeit haben. Also beim Abendessen eben mal nicht mehr mit dem Smartphone unterwegs sind. Und heute würde ich mir aber immer noch sagen, ich habe mich damals noch zu wenig erkundigt. Ich glaube, dass Eltern eine viel
viel größere Verantwortung haben müssen, zu wissen, was passiert denn da? Und ja, für Kinder ist das schambehaftet. Aber wenn ich meiner Tochter erzähle, hör mal, es kann sein, du bist im Chat unterwegs und da schickt dir jemand ein Penisbild, bitte erzähl mir das. Das ist normal, das passiert ganz vielen, aber wir können was dagegen machen. Ja. Dann fände ich das ganz wichtig. Wann, Leonie, hättest du gerne von deiner Mutter etwas über Penisbilder gehört? Nein, das ist doch wirklich so. Ich glaube wirklich, ich glaube einfach, dass das damals noch ein bisschen anders war. Also es ist ja jetzt immerhin 10 Jahre her. Social Media war damals noch nicht. Okay, Smartphones hatte ich keins. Mhm. Also das stimmt nicht. Also ich meine eine ist jetzt auch 22 und der andere ist 20 und das war damals auch schon ein Thema. Ja, also dass man komische Bilder, Bilder bekommen hat und dass man auf jeden Fall, wie wir immer schon hatten, du darfst deine Daten nicht abgeben. Ja. Du darfst niemals mit deinem eigenen Bild irgendwo in einem Chat unterwegs sein. Das hat es damals auch schon gegeben. Ja, und also das müssen ihre Kinder wieder selber aufklären. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Über Sexualität lieber zu Hause reden, als wenn es der Chatfreund macht. Gut, also wir sehen, dass es da sehr viel zu tun gibt. Vielen Dank, Leonie, dass du dich der virtuellen Gefahr erstmal ausgesetzt hast für uns. Gott sei Dank in einem geschützten Raum. Herzlichen Dank, dass du geschildert hast, was da alles so unterwegs ist. Danke, Leonie. Gerne. Wir wollen eine kleine Weiterung noch machen, denn es ist mitnichten so, dass nur Kinder und Jugendliche im Netz Opfer werden. Es trifft auch Erwachsene. Danke. Es begann als Internetflirt mit einer attraktiven jungen Frau, die Arne Völker eine Freundschaftsanfrage auf Facebook schickte. Wenig später verwickelt die Unbekannte den 48-jährigen Single in einen Chat, macht ihm erotische Avancen. Sie überredet ihn, sich via Skype vor der Laptop-Kamera zu entblößen. Der Unternehmer lässt sich darauf ein. Halbnackt folgt er einem Striptease mit sexueller Anmache. Und plötzlich schnappt die Falle zu. Eine Textnachricht erscheint und droht Arne Völker, ihn mit den Nacktbildern als Kinderschänder anzuprangern, wenn er nicht 75.000 Schweizer Franken zahlt. Arne Völker tritt die Flucht nach vorne an, geht zur Polizei und macht die Erpressung öffentlich. Arne Völker ist jetzt bei uns. Herzlich willkommen, Herr Völker. Ja. Das ist eine Freundschaftsanfrage von einer schönen, unbekannten Frau auf Facebook. Ja. Von der wir jetzt wissen, es war wahrscheinlich nicht mal eine Frau. Aber sie war vor allem unbekannt. Wieso haben Sie die angenommen? Ich war neugierig und völlig durcheinander darüber, dass normalerweise, wenn man fremde Menschen fragt, von denen man nicht viel sieht, dass man dann mehr sehen wird, wenn die andere Person ja sagt, dass ich eigentlich schon alles hätte sehen müssen. Mhm. Aber es war jetzt das nicht ich so, gar nicht dass mehr daran gedacht. Ich habe gedacht, ich sage mal ja, dann sehe ich mehr. Okay. Ach, was eine Verdrehung im Kopf ist. Kann ja sein, dass irgendjemand sie kennt und so kommt man dahin. Aber sie waren ja nicht explizit unterwegs auf dem Datingportal oder in einem Chat. Sie waren nicht auf der Suche, sondern es kam die Anfrage an Sie. Das kam und irgendwie so, ja. Warum nicht? Schön, warum nicht? Genau. Und dann fragt sie das nächste Mal, ich glaube ein paar Wochen später, ob es eine Skype-Unterhaltung geben kann? Naja, also oder es gab erst mal einen Chat? Innerhalb von 10 Sekunden war das nicht da, aber es hat irgendwie auch nicht so richtig lange gedauert. Okay. Irgendwie vielleicht irgendwie über den Verlauf von einer Dreiviertelstunde oder so. Aber wie kommt man sozusagen von einer Freundschaftsanfrage, wie wird man verwickelt in ein Thema, das dann letztlich damit endet, dass es dann doch um Sex geht? Gute Frage. Zu Anfang ist sie mir irgendwie, also das ist so mit diese Wendungen im Hirn mache ich mir immer noch Gedanken und kann sie mir auch nicht alle erklären. Es ist relativ frisch her. August war es jetzt, genau. Genau, das war im August. Und irgendwie muss es so sein, dass die mir bekannt vorgekommen ist, nur weil sie mich vorher gefragt hat. Das ist absurd, irgendwie 2 oder 3 Wochen vorher. Ich kann das nachher nicht mehr rekonstruieren, weil ich dieses Profil ja gemeldet habe und das dann weg war. Nein, das hat sich angefühlt wie ein Flirt. Das hatte irgendwie so nette Sprachschwierigkeiten drin. Irgendwie sie, irgendwie Französisch. Und wir haben Deutsch und Französisch durcheinander gegangen. Und die Bier hat so schön geprickelt in meiner Bauchnabel. Und, also das Kopfkino ist mit mir durchgegangen. Und ich fand das eigentlich nett, dass sie dann vorgeschlagen hat, hast du Skype? Ich habe da eine Idee. Hast du Skype? Und ich nehme ein Bad, willst du mitkommen? Ja, offensiv, warum nicht? Offensiv, warum nicht? Man muss sagen, also zu der Zeit
oder sie sind getrennt leben, also tatsächlich Single. Das heißt also, es gibt niemanden, wo man im Nebenraum sagen müsste, da hat man ein schlechtes Gewissen. Aber trotzdem, es gibt ja diese Warnungen, man soll sich auf solche Sachen ja nicht einlassen. Vor allem soll man nicht irgendwie die Hose runterlassen. Haben Sie davon jemand, also ich meine, ist das im Hinterkopf mal gewesen, dass das tendenziell eine Situation sein könnte, die sich anders entwickelt? Ja, also ich meine, grundsätzlich irgendwie dieses Facebook-Profil war jetzt irgendwie nicht gerade eins, wo man sagen könnte, es war irgendwie sozusagen über die Jahre liebevoll gepflegt, sondern hatte irgendwie Lücken. Und ich habe das für mich rationalisiert als, ich sehe ja dann, wenn das ein Fake ist, wenn die mit mir redet, dann sehe ich das ja. Also das ist irgendwie das Schlimmste, dass es sozusagen bei allem sozusagen Vorsatz, dass ich sozusagen auf der Hut sein müsste und dass das nicht das ist, was irgendwie sie und ich irgendwie so über die Jahre, wenn wir bei Facebook sind, aufgebaut sind, sondern dass das irgendwie was ist, was relativ frisch also ist. Also wo man sich denkt, ja, warum? Aber ist die nicht hier auf Abwägen? Warum nicht? So what soll mir gleich sein? So ein bisschen, wie wir alle immer denken, wir haben die Sachen doch im Griff. Ja, ja, mir kann das ja nicht passieren. Ne? Wir haben es in der Kontrolle. Oder so ein bisschen, man hat es doch unter Kontrolle und... Naja gut, ich würde nicht sagen, also die Diskussion habe ich irgendwie vor kurzem mit einem anderen Menschen irgendwie noch gehabt. Irgendwie, da ging es um Trickbetrug und also ich denke irgendwie, also wie ich mich aus dem Fenster gelegt habe, sozusagen warte nur, irgendwann kommt jemand irgendwie, der findet genau den einen Punkt, den Knopf, an dem das funktioniert für dich. Und nein, ich glaube mal, die meisten Sachen, von denen wir schon mal gehört haben, auf die wir gefasst sind, irgendwie, die haben wir dann möglicherweise tatsächlich im Griff. Sie haben einen sehr schönen Text über das geschrieben, was dann passiert ist. Also irgendwie klappt das nicht, diese Skype-Schalte. Also das Skype auf der anderen Seite baut sich nicht schnell genug auf. Sie sehen nichts, aber gleichzeitig kommt die Aufforderung, zeig mir deins, dann zeige ich dir meins. Noch ja, so ein Punkt, wo man also, denkt... Ja, nein, also ich meine, das irgendwie, und bis dahin hat es ja noch ein paar andere Punkte gegeben. Wir haben vorhin in dem Film diesen Moment gegeben, wo das Mädchen schon zu sehen ist und das Gegenüber noch nicht. Und dann denken wir, ja, okay, das kenne ich. Oder? Also andersrum gegangen und ich dachte, ja, wenn sie das irgendwie mit ihrem Skype nicht hinkriegt, irgendwie ja, niedlich und sozusagen, naja, irgendwie über die Ferne, vielleicht wäre sie um die Ecke, würde ich ihr anbieten zu helfen und so denke ich mir, ja, also vergessen wir jetzt mal hier die Ritterlichkeit und sozusagen irgendwie, da sind wir ja gar nicht und finde, ja, wenn du es in den Griff kriegst, melde dich nochmal, oder? So. Aber es war eben dann anders und in dem Moment haben sie gedacht, warum eigentlich nicht, haben noch die Kamera erstmal ausgeschaltet, dass das Gesicht quasi nicht mit dem unteren Teil des Körpers auf einmal drauf ist. Genau, aber, weil ich habe es im Griff, ne? Ja, genau. Aber und dann passiert Folgendes, dass sie quasi zurückgespielt bekommen. Erstmal so eine Art von, weiß ich nicht, das zieht sich jemand aus vor laufender Kamera und sehr schnell kommt ein Clip. Und der Clip zeigt sie, beziehungsweise zwei Körperteile, das Gesicht und das andere. Ja. Und das, ich meine, wenn Sie jetzt darüber reden und wenn Sie das so geschildert haben, das hat noch viel Humor. Ich denke mir, der Moment war anders. Nee, der Moment war anders. Also ich würde mir irgendwie wünschen, ich sei total wütend gewesen. Tatsächlich war ich einfach schockstarr irgendwie. Mhm. Also es könnte sein, dass mir der Unterkiefer runtergekippt ist. Mhm. Also ich habe da einfach da gesessen und gedacht, das irgendwie ist alles nicht wahr. Mhm. Wann haben Sie realisiert, dass das eine ernsthafte Erpressung ist? Also relativ, die haben mir den irgendwie vorgespielt in Endlosschlaufe, ist mir ewig vorgekommen, wenn ich hinterher irgendwie so gucke an den Chatprotokollen, wann dann sozusagen die erste Forderung oder sozusagen Drohung gekommen ist, dann war es wahrscheinlich irgendwie 3 Minuten, aber eine gefühlte Ewigkeit, die klar war, irgendjemand hat hier was vor und ich habe irgendwie eigentlich nicht so eine richtige Ahnung, was das wird. Dann gab es eine Headline. Und dann, ja genau, die ist ein bisschen später gekommen. Erst habe ich gedacht, ja irgendwie, ja, ich habe ja gelernt zu verhandeln, ne, aus Tausenden von Hollywood-Filmen. Der entscheidende Unterschied ist sozusagen, da muss man möglicherweise verhandeln, weil gibt es möglicherweise tatsächlich irgendwie eine Geisel, die sonst irgendwie erschossen wird. Aber das ist irgendwie, also mein Ruf oder sozusagen das, was da gerade passiert ist, ist überhaupt keine Geisel. Und ich glaube, das ist die dümmst verbrachte Zeit meines Lebens.
sozusagen immer noch in diesem Loop zu bleiben und sozusagen jetzt war es nicht mehr Flirt, sondern dann war es irgendeine Erpressungsverhandlung. Sie wollten ein paar tausend Schweizer Franken. Sie haben erst mal gesagt, dann fangen wir doch mal mit 250 Schweizer Franken an. Genau, also es ist völliger Unsinn, dass ich überhaupt verhandelt habe, sozusagen, weil nachdem ich verhandelt habe, habe ich recherchiert und dann denke ich, ja, so was. Also die haben mich einfach wie länger beschäftigt, sozusagen die Zeit, die ich hätte nutzen können, irgendwie halt Sinnvolles eben, zu recherchieren. Aber oder? Sie haben halt eben auch gedroht und dann eben, finde ich, wird es dann doch sehr ernst, nicht nur das Körperteil zu zeigen, sondern mit einer Überschrift auch, das ist Arne Völker und der masturbiert auf dem Bild einer Neunjährigen. Genau. Und das wird ja dann sehr schnell extrem ernst. Das war der Punkt, wo ich irgendwie, wo sie mich tatsächlich gekriegt haben mit dieser Erpressung. Eindeutig, ja. Weil vorher habe ich gefunden, ja, komm, also ja, ich würde die Geschichte schon lieber nicht erzählen und ein bisschen Geld wäre mir das schon wert. Okay. Aber so what, zur Not erzähle ich das halt selber und stelle mich damit hin, dass ich mich ins Fettnäpfchen gesetzt habe. An dem Punkt hatte ich das Gefühl, ich will nicht, dass irgendjemand von meinen Freunden und Bekannten das sieht und ich werde sehr, sehr viel mehr dafür tun. Also sei es sozusagen irgendwie eingehen auf die Erpressung, was mir total nicht behagt hat. Klar. Oder eine andere Idee hatte ich noch, die ist mir dann später gekommen, nachdem ich endlich mal nicht mehr am Verhandeln war mit denen. Wo ich fand, ja, wenn ich nicht will, dass meine Bekannten und ehemalige Arbeitgeber und Familie etc. und so weiter. Wer auch immer irgendwie das sozusagen vor die Nase geschleudert bekommt, dann muss ich hergehen und die Geschichte zuerst erzählen und zwar so, wie ich das kann. Aber Sie sind vorher noch zur Polizei gegangen und was haben die gesagt? Ach, das war ein bisschen frustrierend. Ein bisschen frustrierend? Ja, also irgendwie, also ich meine, ich habe mir ja nicht viel erwartet, nachdem sozusagen die offiziellen Quellen über diese Fälle gesagt hat, dass die Chance irgendwie auf Ermittlungsergebnisse irgendwie gleich null sind, weil die Täter eh meist im Ausland sitzen. Ich war da mit, also persönlich und live, in der Schweiz gibt es irgendwie relativ viele Polizeibehörden. Spielt in Zürich. Weil bei der Stadtpolizei, die haben sich das angehört, haben mir sozusagen gefunden, irgendwie sozusagen, ja, viel machen kann man nicht, fand auch die Handlungsempfehlung, war auf der offiziellen Linie. Ja, einfach Verhandlungen abbrechen, häufig wird dann das Material veröffentlicht, dann reagieren sie halt, fand ich, nein, ich will nicht reagieren, ich will diese Geschichte führen, ich will nicht reagieren. Und dann habe ich das nochmal bei der Bundespolizei, die haben da so ein Sonderdezernat für Internetkriminalität, COBIG, wo man nie jemanden direkt anrufen oder ansprechen kann, aber sozusagen so wie so ein E-Mail-Drop-Formular gibt. Und denen habe ich einfach mal das ganze Material geschickt, woraufhin ich bekommen habe, ja, dass mein Fall leider kein Einzelfall sei und dass sie mir keine große Hoffnung machen könnten. Das war der Kontakt mit den Behörden. Ich frage mal ganz kurz, Herr Rüdiger, Täter fällt in diesem Fall. Wer steckt hinter diesen Attacken, die letztlich dann eine Erpressung zum Ziel haben? Also man nennt das klassisch Sextortion, also Sex ist klar, Torschen die Erpressung. Und so wie dieser Begriff gegenwärtig benutzt wird, beschreibt es meistens organisierte Kriminalität oder arbeitsteilig vorgehende, teilweise auch Bandenkriminalität. Eher ungewöhnlich, dass vielleicht tatsächlich eine echte Frau davor sitzt. Manchmal gibt es das auch, dass sie wirklich echte Frauen haben. Aber typisch ist, dass sie ein Video abspielen, wo zum Beispiel eine Frau sexuelle Handlungen vornimmt und parallel chattet dann jemand. Und manche, die etwas das vielleicht schneller durchschauen, die fragen dann zum Beispiel solche Fragen wie, sag mal, wieso chattest du denn, während du dich ausziehst, während man das nicht sieht. So. Und tatsächlich muss ich aber sagen, sie haben eigentlich fast alles richtig gemacht, also zum Beispiel auch nicht das Gesicht zu zeigen. Wo sitzen diese Täter? Ja, tatsächlich auch im Ausland. Also die gibt es in allen möglichen Strukturen. Elfenbeinküste war eine Zeit lang echte Thematik. Kann aber auch in Osteuropa sein. Es ist ja nicht so, dass nur eine Tätertypologie auf diesen Gedanken kommt, jetzt sowas zu machen. Das hat ja was mit dem digitalen Narzissmus zu tun, dass wir im Netz uns immer mehr präsentieren, dass wir uns Selbstbestätigung und Anerkennung im Netz dadurch holen, dass wir uns selbst dort zeigen. Und das führt auch dazu, dass für uns das selbstverständlich geworden ist, für viele Menschen, dass zum Beispiel Sexualität auch ins Netz getragen wird. Mhm. Über Webcam, auch über die Bilder, zum Beispiel im Rahmen von Cybergrooming. Und das ist dann halt auch eine Reaktion, wenn man fragt, warum hat er das gemacht? Ja, weil es für viele Menschen normal geworden ist, auch Sexualität im Netz tatsächlich auszuleben. Und manche Täter
die nutzen das aus. Das gab es ja früher auch, wenn ich zum Beispiel an den Fall Klatten erinnern kann. Da war das auch, dass die Sexualität, die Anmahnung ausgenutzt wurde, wurde aufgenommen. Und dann wurde auch Klatten, die dann einem, früher nannte man das Heiratsschwindler. Genau. So, Sie haben den Weg gewählt, offensiv nach draußen zu gehen und zu sagen, so, ich mache es öffentlich, ich sage, was mir passiert ist. Ich glaube, die Reaktionen waren ziemlich positiv in der großen Menge, weil alle gesagt haben, alle Achtung. Genau, also irgendwie zumindest das, was ich irgendwie mitbekommen habe. Also es gibt wahrscheinlich irgendwie durchaus irgendwie den einen oder anderen, der darüber die Nase rümpft, der macht es wahrscheinlich eher im Stillen. Aber durchwegs, also sozusagen, also für die Reaktion oder sozusagen das irgendwie die das Ruder zu übernehmen oder sozusagen zu reagieren, zurück, genau, diese schön gesagt. Ja. Genau, ne? Das war auch ein großartiger Moment. Also es hat sich tatsächlich irgendwie großartig angefühlt, dass irgendwie man einfach mal hat auf Facebook angefangen, auf Facebook rauszuhauen und zu sagen, ich habe da irgendwie mich in ein Fettnäpfchen gestellt und hier bin ich und so war das. Und das war gut. Gut, dass Sie es hier auch gemacht haben, damit auch gewarnt sind die das Gefühl haben, es passiert nur Kindern und Jugendlichen. Danke für diese Ergänzung. Damit werden wir auch gleich aufhören. Gleich nach uns kommen natürlich die Tagesthemen heute mit Thomas Roth. Thomas, was für Themen sind bei euch heute am Start? Ja, Sandra, wir befassen uns heute mit der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank, die ja zuletzt immer mehr in die Kritik geraten ist. Wichtiges Thema. EZB-Präsident Mario Draghi musste heute vor dem Bundestag seine Niedrigzinspolitik verteidigen. Und auch ich spreche gleich in einem exklusiven Interview mit ihm jetzt in den Tagesthemen. Das also gleich. Vielen Dank nach Hamburg. Vielen Dank auch jetzt Ihnen, dass Sie uns soweit gefolgt sind hier in unserer Sendung. Danke meinen Gästen. Wir haben den Chat noch offen. Frau Kraft-Schöning wird da noch ansprechbar sein für unsere Zuschauer. Ebenfalls Herr Rüdiger. Also wenn Sie noch Fragen haben, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, dann bitte bleiben Sie uns erhalten im Chat in den nächsten Minuten, Stunden, je nachdem, wie viel tatsächlich passiert. Danke Ihnen, Frau Willix, dass Sie die Sicht der Eltern hier reingebracht haben. Herzlichen Dank, Arne Völker. Mutiger Schritt. Gut, dass wir alle gewarnt sind und auch das, was man selber so im Netz von sich preisgibt, nochmal überdenken und schauen, dass dann nichts Dummes passiert. Und herzlichen Dank Ihnen beiden, dass Sie Aufklärung betrieben haben in einem Feld, über das ganz viele, auch viele Eltern bisher allzu wenig wissen. Vielen herzlichen Dank Ihnen allen. Nächste Woche sind wir wieder zur richtigen Zeit da, also dann nach den Tagesthemen um 22:45 Uhr. Ihnen noch einen schönen Abend.